Stürzenberger der Aufklärer, Stürzenberger der Hetzer, der falsche Informationen verbreitet, um Ängste und Hass gegen eine Minderheit zu schüren. Das nennt man Hetze. Und ich gebe jetzt einen Beweis, dass er dies tut. Er behauptet, die Muslime hätten 260 Millionen Menschen in der Geschichte der Menschheit getötet. Diese Zahlen lassen sich in keinster Weise beweisen. Ganz im Gegenteil, diese Zahlen sind absolut absurd und widersprechen jeder vernünftigen Statistik. Er will damit sagen, wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird es irgendwann für uns zu spät sein. Das heißt, was will er mit dieser Zahl machen? Mit einer erlogenen Zahl will er Hass und er will Ängste schüren und Hass schüren gegen die Muslime. Zweitens, er behauptet, im Koran stünde, dass man Frauen, die kein Kopftuch haben, dass man sie belästigen dürfe. Und damit begründet er Vergewaltigung. Das Verbrechen der Vergewaltigung begründet er damit. Zeige mir, wo das im Koran steht. Steht nirgendwo im Koran. Im Koran steht sogar, dass man eine Frau nicht mal lüstern anschauen soll. In Sure 24. Sage den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken. Und hier wird keinen Gelehrten auf der ganzen Welt finden, in der Geschichte des Islam, der sagt, dass Gruppenvergewaltigung erlaubt seien. Nicht einen einzigen wird man finden. Zweite Lüge, um Ängste zu schüren und Hass zu schüren gegen Muslime. Drittens, um seine Fehlinformationen zu legitimieren bzw. zu schützen gegen Fakten, verbreitet er die Lüge, dass im Koran stünde, dass Muslime über ihre Religion, den Islam, lügen dürfen. Das bedeutet, Muslime dürfen den Islam verfälschen, damit er den Nicht-Muslimen gefällt. Zeig mir, wo dieser Vers stehen soll. Und dann sieht man, er lügt an mehreren, und das sind nur drei Beispiele. Er lügt, er verbreitet Lügen, um Hass zu schüren und um Ängste zu schüren. Das nennt man Hetze. Das hat mit Aufklärung nichts zu tun.